Jo. Da ist der Peter Elia. Ich habe eine Message für euch. Kurz und bündig. Corona. Erster, zweiter oder dritter Tag ist heute. Und Corona. Liebe Brüder, liebe Schwestern. Ist ein Teil vom Auge. Ich weiß jetzt gerade nicht genau welcher, aber auf jeden Fall. Der reale Teil an meinem Körper ein wichtiger. Und das hat also mit Segen zum Tun. Und auf was wir jetzt uns aufmerksam machen wollen, auf das, dass wir hinschauen, auf das, was wesentlich ist. Und uns nicht mehr von dem leiten lassen und bestimmen, was unwesentlich ist. Jeder von uns weiß selber im Herzen, was wesentlich ist. Ganz genau auf das werden wir im Moment kollektiv darauf hingewiesen. Familie, liebevoller Umgang miteinander, Dankbarkeit, Vertrauen, Zusammenhalt, Empathie. Um einige nur zum Sagen, für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Da muss ich mal ein bisschen schauen, weil ich bin eigentlich auch schon in Quarantäne. Ich darf eigentlich gerade nicht mehr sein da. Seit einer halben Stunde. Ich werde jetzt trotzdem nur die Message riskieren. Das Leben, die große Mutter atmet ein. Und die große Mutter spricht zu uns, deutlich und klar. Und sie sagt zu uns, ihr seid groß, aber ihr seid auch so klein. Sie sagt, ich atme jetzt ein. Und sie spricht zu uns und sie sagt zu uns, habt Vertrauen. Der Vater, Himmel, und ich, Mutter Erde, die kosmische große Mutter, sind mit euch. Lernt, die Welt und alles, was ist, mit den Augen der Liebe zu sehen. Liebe Mitmenschen, Corona ist eine Aufforderung, in Liebe zu gehen. So wie auch 5G eine ganz große Aufforderung ist, in Liebe zu gehen. Corona fordert uns auf, dankbar zu sein und die Dankbarkeit auch lebendig werden zu lassen, dass wir die Gnade gekriegt haben, leben zu dürfen. In dem Moment jetzt auf der Erde leben zu dürfen, ist das größte Geschenk, das uns passieren kann. Dass uns unsere physischen Eltern Leben geschenkt haben, ist schon mal genug fürs ganze Leben. Für einen haben wir einen dankbar zu sein, nur dafür, dass sie uns Leben geschenkt haben. Und unsere kosmischen Eltern, Vater Himmel und Mutter Erde, ebenfalls. Wir, das Wunder Mensch, sollten Vater, Mutter durch uns lebendig werden lassen und uns nicht von unwesentlichen Sachen leiten lassen. Meine Botschaft an euch ist meine größte. Geht's in Liebe mit allem, was ist. Geht's in den großen Fluss und vertraut's der Mutter. Alles, und das ist eine Gesetzmäßigkeit, was jemals war, was jemals ist und was jemals sein wird. Ist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, werden sie die richtigen Menschen in die richtigen Situationen treffen und sie werden die richtigen Entscheidungen treffen. Aus der Sicht des großen Planes ist jeder da draußen so immer und jetzt auch mit Corona ganz genau in der richtigen Rolle. Liebe Mitmenschen, das Leben fordert uns ganz deutlich herauf. Niemand und nichts
keine Situation und kein Mensch für das, was er tut oder initiiert, zu verurteilen. Jeder da draußen ist gleich viel wert. Ganz egal, wie besser dir vielleicht gerade erscheinen mag, das ist nur der Schmerzkörper. Vielleicht sind sogar die Menschen, die das Dunkle repräsentieren, das möchte ich jetzt nur ganz, ganz deutlich sagen, die allerlichtvollsten Wesen. Kein Mensch von uns kann sagen, was mehr oder weniger wert ist. Das ist alles optimal und zum besten Wohle für den großen Plan. Und wenn heute da einer geht, weil er stirbt, und wenn es 5000 sind, dann geht da dir auf und dort geht er dir zu. Und da geht er dir zu und dort geht er nicht auf. Im großen Fluss ist alles eins und eins ist alles. Die Seele wird dich heute von da angezogen und inkarniert morgen wieder. Es ist einfach eine ganz, ganz natürliche Reinigung, ein Entwicklungsprozess, der uns Menschen auf eine neue Ebene heben wird. Das Leben tritt an uns ganz deutlich heran und fragt uns, ob wir jetzt bereit sind, in Liebe mit allem, was ist, zu gehen. Und wenn ich alles sage, meine ich alles. Und das ist dann aber auch der da jetzt gerade mit der Hand ins Gesicht hat. Weil auch der ist für dich ein Spiegel. Alles, was da draußen ist, ist nur ein Spiegel. Und alles, was da draußen ist, ist richtig und wichtig, auch wenn es das Falsche ist. Ich muss jetzt gehen. Die patrouillieren da überall. Und das kostet ziemlich viel, wenn sie einen erwischen. Wir sehen uns wieder. In größter Liebe und Dankbarkeit wünscht euch das der Peter Elia, der Frieden auf die Erde bringt und jetzt selber in Quarantäne geht. Ich habe euch total lieb, ich umarme euch so wie immer und wünsche euch nur das Beste, Lichteste, Schönste und Reinste. Bei eurer Innerschau und beim Konzentrieren auf das Wesentliche, nämlich die Liebe, den liebevollen Umgang und darauf das Leben zu umarmen und zu sagen, Leben, ja, mit dir. Ich verstehe es zwar nicht, aber ich weiß, es ist gut mit dir. Mit dir, ich gehe da durch. Jetzt gehen wir gleich kurz zum Meer. Die Menschen dürfen nichts mehr, sie können nicht mehr rausgehen. Die Schulen sind aus. Alles, was vorher so wichtig war, ist auf einmal so klar. Man sitzt wieder daheim. Am Tisch gemeinsam. Der Papa ist da, die Mama ist da. Alle sitzen am Tisch. Essen gemeinsam. Reden über das, wie der Tag war. Vielleicht haben sie durchgelesen. Spielen gemeinsam ein Spiel. Sie backen Brot gemeinsam daheim, die Menschen. Und die Familie. Auf einmal ist wieder Platz für die wesentlichen Dinge im Leben. Die Dinge, was die Menschen schon wieder ganz vergessen haben. Und der Frühling hat es nicht gewusst und die Blumen haben trotzdem blüht. Und die Erde hat auch weitergelebt. Mag der Mensch jetzt mitgehen?
der Mensch geben. Namaste, geliebte Sternchen.